Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Let's Play Die Stämme. Wir befinden uns jetzt schon ein bisschen in der Nacht und ihr seht schon, der Anfängerschutz ist rum und wir konnten gestern noch ein bisschen was farmen. 10.000 haben wir geschafft. Und insgesamt hat sich auch natürlich auch die Ausgabe der Ressourcen um einiges gesteigert. Das wollen wir natürlich heute, oder werde ich denn morgen in einem Video versuchen, euch weiter zu informieren, das Ganze weiter zu toppen. Von den Punkten her hat sich nicht viel getan. Ich habe die Schmiede gebauen können. Und habe hier nochmal die LK weiter erforschen können, damit wir demnächst nicht mehr allzu viel verlieren. Ich habe schon ein paar Rahmen gebaut, damit wir da auch vorankommen. Ich produziere jetzt hier ziemlich viele LK weiter einfach durch, damit wir da vorankommen können. Ich produziere nebenbei auch noch ein paar Äxte, damit es auch vorankommt. Stamm hat sich immer noch nicht gelöst, aber das müsste sich in den nächsten Tagen entscheiden, wie wir hier auf der Welt verbleiben können. Und ja, was kann ich noch sagen? Von der Rangliste sind wir in letzter Zeit ziemlich stagniert. Das ist an sich aber, finde ich, noch in Ordnung. Da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen eigentlich. Wir haben hier ganz gut Angriffe am Laufen. Und werden in den nächsten Tagen versuchen, so gut wie möglich zu farmen und ganz viele LKW bauen, um den Farm immer weiter auszubauen. Ich versuche hier weiter noch alle Dörfer um mich herum auszuspinen und weiß zu markieren, damit ich weiß, welche Dörfer ich farmen kann. Das erleichtert einem nämlich die ganze Arbeit auch um einiges. Des Weiteren hat mich hier auch Hopsi angeschrieben, dass er auch jetzt meine Videos guckt und mich schön stalkt. Ich muss sagen, ich habe damit jetzt ehrlich gesagt kein Problem, aber ich fand es noch ein bisschen scheiße, dass sie in der vorletzten Folge so ein bisschen überall rumgeschrieben haben. Des Weiteren seht ihr hier, er hat einen Adelshof gebaut und wenn es ganz böse läuft, werden wir morgen geadelt. Aber die Sache ist die, was hat Hopsi an sonst Sachen aus seinem Tagesfarm gehabt? Der kann keine guten Minen gehabt haben. Also, ich weiß nicht, was seine Minen sein könnten, weil er hat zwar gut gefarmt und so weiter, aber mit 2800 Punkten muss er vielleicht 10er, 15er Minen haben. Ansonsten kann ich mir das wirklich nicht erklären, wie er die ganzen Ressourcen gefarmt hat, weil ihr seht schon, der hat hier die ganze letzte Zeit, seit dem 24. hat er jetzt durchproduziert, nur an Schmiede. So wie mal ein Bauernhof, also sehr viel hat er damit nicht. Ich bin mal gespannt, ob morgen irgendwelche Angriffe reinkommen. Doch, das werden wir in der nächsten Zeit erwarten. Sollte es dazu kommen, dass ich geadelt werde, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich auf der Kasualwelt vielleicht ein bisschen weitermache, aber das will ich eigentlich gar nicht dran denken, sondern einfach morgen weitersehen. Ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein.